Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Portal. Natürlich mit mir, eurem Willkommen Sunny. Beim letzten Test. Wenn Sie fertig sind, geben Sie das Gerät im Geräterückgabekomplex ab. Der letzte Test? Laut den Vorschriften des Enrichment Centers müssen beide Hände leer sein. Oh, okay. Okay. Wichtiger Testapparat zerstört. Was? Wie ist das denn passiert? Oh, da. Ah, okay. Da habe ich mich irgendwie gerade eben zerstört. Ich wollte blau umsetzen. Na gut. Willkommen beim letzten Test. Wenn Sie fertig sind, geben Sie das Gerät im Geräterückgabekomplex ab. Laut den Vorschriften des Enrichment Centers müssen beide Hände leer sein. Ah, warte auf mich! Okay. Das muss ich wohl erstmal irgendwie aufmachen. Nein! Das war nicht gut. Da muss ich einfach mal dann was durchschießen. Dann sollte das gehen. So. Na, kommst du her? Ha, das ist keine gute Idee. Wie mache ich denn das dann? Da hätte ich hinschießen müssen, glaube ich. Das ist ja schwierig, wenn man die Map vorher nicht kennt. Also, ich meine, ich muss hier schon mal durch sein, aber da kann ich mich zum Beispiel auch gar nicht erinnern. Ha, kurios. Kuchen. Gratulation, hey. Der Test ist vorüber. Alle Aperture-Technologien bleiben bis 4000 Grad Kelvin betriebsfähig. Seien Sie versichert, dass es vor Ihrem Siegesfeuer zu keinerlei gefährlichen Gerätefehlfunktionen kommen kann. Danke für die Teilnahme an dieser Enrichment-Aktivität von Aperture Science. Ende. Was machen Sie an? Schluss jetzt. Wir freuen uns, dass Sie die letzte Schwierigkeit überstanden haben, wo wir so taten, als wollten wir Sie töten. Wir sind sehr, sehr froh über Ihren Erfolg. Wir geben eine Party zu Ehren Ihres enormen Erfolges. Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Ein Party-Mitarbeiter kommt sofort, um Sie zu Ihrer Party zu bringen. Versuchen Sie nicht mehr, den Testbereich zu verlassen. Nehmen Sie die Eskortierungsposition ein oder Sie verpassen das Fest. Ah, ich bin doof.
Sehr gut. Okay. Hat eine heiße Sekunde gedauert, bis ich begriffen habe. Ich bin auch schon ein bisschen ins Schwitzen geraten, als ich dann im Feuer war. Also, ne? Hä? Ich wollte gerade eine Abkürzung nehmen und habe es mir dabei drastisch länger gemacht. Wollte ich hier hin schießen und da oben hin? Ah, da habe ich keinen Dings geschafft zu setzen. Na gut, dann lasse ich das halt. Jetzt muss ich das doch machen. Ist hier irgendwas, wo ich hin kann? Nein, hier ist eine Tür. Oh. Oh, ja, stimmt. Wir haben in diesem Teil noch gar nicht die Roboter gesehen. Die waren auf jeden Fall auch in diesem Teil dabei. Gut, dann beginnt jetzt das eigentliche Spiel. Sieht halt auch nicht mehr nach Testkammern aus, ne? Okay, da komme ich nicht weiter. Vielleicht da drüben. Ja, wow, bin ich hier weitergekommen. Okay. Ich meine, wenn ich das oben setze und springe, könnte ich da ja vielleicht rankommen. Also. Ja. Gucken wir uns mal hier kurz um. Ah, das geht, okay. Das sieht fast so aus, als ob es hier weitergehen würde. Dann will ich erstmal da drüben gucken. Mann. Das ist ja... Der Ausgang ist da oben. Okay, dann gucken wir uns erstmal da hinten um. Dann gucken wir uns nochmal hier hinten um. Hätte mir einfach mal ein Tor setzen sollen. Entschuldigt, da muss ich niesen. Oh. Ah ja, hier ist ein Lehrer. Ich bin an das Radio nie rangekommen, was da stand, oder? Ist das nicht einer der Räume? Ja, das ist einer der ersten Räume, genau. Da kam der Würfel raus. Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, das bedeutet halt auch, hier steht alles leer. Ne? Hier laufen irgendwelche kuriosen Sachen lang. Semi-Ad is sweet. Völlig auseinandergenommene Computer. Überhaupt nicht angeschlossen, das Ding. An nix. Ich meine, das sieht hier voll heruntergekommen aus. Ah, das ist der andere Raum, wo wir rüberhüpfen mussten. Ah. Okay, okay. Wir finden schon unseren Weg hier raus. Aber das sieht schon recht kaputt aus hier alles. Muss man sagen.
Okay. Gut. Was machen Sie denn? Sie haben es noch nicht geschafft. Das ist die falsche Richtung. Ne, es ist die total richtige Hallo, Richtung für mich. Ist da jemand? The cake is a lie. Spricht die in der englischen Version vielleicht auch über einen Kuchen, weil hier ist immer nur die Cake is a lie. Hier rüpfen? Ja. Na dann. Eine Maus wirkt so wahnsinnig empfindlich. Hatte ich die nicht weit deutlich runtergestellt, die Maus? Okay, der Test ist vorbei. Gewonnen. Gehen Sie zum Rückgabekomplex, zu Ihrem Kuchen. Der Test war toll und wir sind beeindruckt von Ihrer Leistung. Ja, das jetzt reden Sie vom Kuchen. Kommen Sie zurück. Okay. 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 Das ist ja erfrischend hier. Da kann ich nichts machen. Da oben ist irgendwas gezeichnet. Okay, da ist der Ausgang. Okay, okay. Wenn du einsinkst, dann kann ich da auch nicht drauf springen. Oh, kann ich da oben auf die Plattform schießen? Von hier aus? Ja. Das sieht jetzt gut. Dann verkürze ich das Ganze natürlich hier um diesen Bereich und das kann ich natürlich hochspringen. Ey, das ist schon lustig gemacht. Das ist schon lustig gemacht. Okay. Irgendjemand muss ja dann hier schon mal lang gekommen sein. Okay. Muss ich jetzt wieder zurück irgendwie? Boah, da war ich wohl ganz schnell geworden. Klappt irgendwie nicht. Kann ich die noch höher setzen? Ja. Vielleicht klappt es damit. Ja, okay, gut. Wir haben mal einen Laden zwischendurch. Das ist die falsche Richtung. Wo wollen Sie denn hin? Weiß ich gar nicht. Nicht, dass Sie wissen, wohin Sie gehen müssen. Nee, habe ich auch gar keine Ahnung, muss ich zugeben. Hallo? Trefft ihr die Oberfläche? Ja, tut ihr. Allerdings in unterschiedlicher Reihenfolge. Die hinteren beiden tun es gar nicht. Oh, vielleicht reicht mir das, um an die Leiter zu kommen. Aber erstmal gucken, was hier ist. Irgendwie gar nichts. Aber ganz ehrlich, da muss ich mir doch nicht so einen Aufwand betreiben, oder? Ist hier irgendeine Fläche, die hinunter?
Ah doch, jetzt wird's geklappt. Ah, guck mal einer an. Help. Okay. Was bringt mir das? Verstehe ich nicht. Ich meine, die sind zu langsam, um mich irgendwo schnell durchzuschleudern. Welchen Sinn und Zweck? Das verstehe ich nicht. Könnte ich hier drauf? So, da dürfte ich jetzt nicht drauf gehen. Genau. Bei denen würde ich aber zu weit gehen. Welchen Sinn hat das? Weil ich kann ja von da aus trotzdem nicht drüber springen. Oh, Schmerz lass nach. Ja, okay. Ich warte einfach, bis der ausfährt, dann springe ich da raus. Und dann sollte ich ja darüber laufen können. So, dann bin ich schon wieder ein Stück weiter. Oder ich hüpfe einfach direkt darüber. So. Zack. Okay. Die Geräte sind irgendwie kurios. Es ist nicht sicher. Es ist noch nicht zu spät, die zu funktionieren. Ich bin nicht böse. Gehen Sie einfach wieder zum Testbereich. Ich glaube nicht mal, dass ich zum Testbereich zurückkommen könnte, selbst wenn ich wollte. Weiter hoch.
Oh, da drüben? Okay, das hat ganz schön gedauert, muss ich zugeben. Ist schon. Schon abgefahren, durch diese Gelände durchzugehen, ist schon. Fühlt sich halt auch ganz anders an. Das ist irgendwie. Es ist immer noch. Machbar, die Rätsel, alles tut die, aber. Dadurch, dass man sich halt erstmal komplett neu orientieren muss, durch Aussehen. Okay. Es ist irgendwie komisch, wenn man darüber nachdenkt. Irgendwann können wir darüber lachen und lachen und lachen. Oh Mann, tja, kommen Sie doch einfach zurück. Gibt es irgendwo eine Möglichkeit für mich? Was habe ich hier gesetzt? Blau, ne? Ja. Okay. Tja, also da muss ich aber auch ein Gottvertrauen manchmal haben hier in die Pfeile, ne? Tja. Na, was haben wir hier? Help! Was? Water und Beans. Wasser und Bohnen. War eine recht einseitige Ernährung hier, würde ich sagen. Diese Maps hier erinnern auch schon viel mehr an das alte Half-Life, finde ich. Oh, das alte Half-Life hatte eine deutlich schlechtere Grafik, oder? Ich bin mir echt ein bisschen unsicher. Ich glaube aber ja. Na gut, ich würde mal sagen, eine sonnige Verabschiedung von mir. Ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und ciao, euer Sunny.